Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Wir machen heute Brioche, also ein ganz süßes, weiches Hefegebäck. Und dafür brauchen wir Hefe, Salz, Zucker, Milch, Eier, Butter und natürlich Mehl. Und dieses Rezept arbeitet eigentlich von alleine. Man muss jetzt einmal nur den Teig machen und dann braucht man eigentlich nur eins und das ist Zeit. Denn die Hefe muss erstmal gehen und das dauert ein bisschen. Wir fangen jetzt aber einfach mal an. Wir nehmen unser Mehl, das kommt hier in die Schüssel. Ein bisschen Salz und Zucker. Zucker ist für dieses Rezept besonders wichtig, denn das ist der Nährstoff für die Hefe. Dieser Teig soll relativ zügig gehen und das heißt, die Hefe braucht etwas zum Futtern und das ist in dem Fall Zucker und dadurch gärt sie und macht den Teig so schön fluffig. Die Eier gehen hier mit rein. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Milch, die erwärmen wir. Nicht zu heiß, sondern wirklich nur so lauwarm. Da bröseln wir jetzt die Hefe rein. Lösen wir jetzt da dran auf. So, dieses Milch-Hefe-Gemisch kommt jetzt auch zu unserem Mehl. Und jetzt muss es eigentlich erstmal nur kneten. Und zwar so bis zu 10 Minuten, damit der Teig so eine richtig schöne Struktur bekommt und das ganze Gluten aus dem Mehl quasi diese Stabilität bilden kann. Und das dauert halt schon so um die 10 Minuten. Also, los geht's. Der Teig ist jetzt schön geschmeidig geworden nach ungefähr 7 Minuten und jetzt mache ich die Maschine wieder an und gebe nach und nach Butterwürfel hinzu. Die haben auch Zimmertemperatur. Wir haben jetzt einen richtig schönen geschmeidigen Teig mit einem super schönen Glanz. Den geben wir jetzt hier einmal auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Jetzt müssen wir den Teig noch ein bisschen rund wirken, dass, wenn man den Teig gleich umdreht, ihr werdet das gleich sehen, eine richtig schöne Spannung bekommen hat. Jetzt formen wir uns hier so eine schöne Kugel, das seht ihr schon, der hat so eine richtig schöne Oberflächenspannung. Jetzt kommt der Teig hier in eine Schüssel, den decken wir jetzt ab und so geht er jetzt ungefähr 1,5 Stunden, bis er sich verdoppelt hat. Wir decken den mit Frischhaltefolie ab und verschließen den die Schüssel komplett, damit der Teig nicht antrocknet. So, und jetzt sehen wir uns in 1,5 Stunden wieder. Wir sehen jetzt, dass unser Teig unter der Folie richtig schön gegangen ist. Wir machen die Folie jetzt mal ab. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Teig ausbacken kann. Zum einen klassisch in einer Kastenform. Dazu würde man jetzt 3 einzelne Teiglinge in diese Form geben und dann nochmal gehen lassen. Und dann wird das so ein richtig schönes, butteriges Brot. Oder man macht zum Beispiel Burger Buns draus, kleine Brötchen. Und das machen wir jetzt. Oh, der Teig ist perfekt geworden, Leute. Woo! Und jetzt nimmt man sich entweder einen Schlesinger, also eine Teigkarte, oder einen Spachtel oder ein stumpfes Messer. Ich habe jetzt hier so ein stumpfes Brotmesser und teile mir den Teig jetzt hier in so gleich große Stücke ab. Und jetzt forme ich mir daraus kleine Brötchen. Jetzt machen wir das Gleiche, was ich vorhin auch gemacht habe. Wir wirken die jetzt rund und brauchen eine stramme Oberfläche. Genau so. Jetzt decken wir das Ganze wieder ab. Nochmal 30 Minuten gehen lassen, dann bepinseln wir sie noch mit Eigelb und dann können sie endlich in den Ofen. So, wollen wir doch mal schauen. 1/2 Stunde später. Yes. Die sehen genauso aus, wie sie aussehen sollen. Jetzt habe ich hier ein aufgeschlagenes Ei. Und damit beschmieren wir jetzt unsere Brötchen einfach ein bisschen. Perfekt. Die gehen jetzt in den Ofen und jetzt brauchen sie auch gar nicht mehr so lange. Jetzt nur noch ungefähr so 10 bis 12 Minuten bei 180 Grad. So sehen sie aus, unsere Brioche-Brötchen. Es duftet fantastisch, kann ich euch sagen. Wenn man die jetzt hier so ein paar sind, ein bisschen zusammengebacken auseinander macht, oh, da sieht man, wie fluffig sie geworden sind. Luftig, leicht. Es riecht so lecker.
Also, backt es nach. Was ich aus den Brötchen mache, seht ihr in einem anderen Video. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal. Mmh.